Hallo Freunde, willkommen zurück bei einer neuen Runde von Final Fantasy X2 HD. Wir stehen jetzt hier auf diesem Außenpodest und haben ja eine neue Kostümpalette eingesagt. Eigentlich könnten wir mal gucken, was die für Fähigkeit hat, oder? Pass auf, wir machen hier, haben wir. Welche benutzen wir momentan eigentlich? Ich schau mal schnell. Ausrüstung, wir benutzen Kostümpalette Zeit des Sturms. Okay, erhöht Angriffskraft und Magie. Ist ja auch vernünftig, so. Zeit des Sturms, das ist unsere. Angriffskraft plus Magie plus 10. Schutzformation. Abwehr plus 5 und so, okay. Zeit der Abwehr. Oh, Alter, sogar plus 10 alles. Unterdrücker. Angelegt. Gewicht so. Gewichtsschlag. Doppel-HP. Okay, das wäre natürlich der, oder? Lunare-Schutz angelegt. Shell, Not-Shell, Auto-Shell. Okay. Wieder, angelegt. Engel, Vita, Vitra, Viga. Aha. Heilendes Licht. Angelegt. Vita, Vitra, Engel, Vitga. Max Vita. Fest wie Felsen. Angelegt. Abwehr plus 10. Jeweils Abwehr plus 15. Alter Schwede. Unbeirrbarkeit. Das ist die Kostümpalette für die Spezialdinge. Aber können wir die nicht irgendwie optimal? Da können wir es. Batz. Krass. Wie das mit Doppel-HP würde mich mal interessieren. Aber ich mache da mal Krieger hin. Oder nee, ich mache Krieger. Warte mal. Ich mache. Jetzt muss ich gucken. Weißmagierin. Mache ich mal dahin. So. Dann mache ich Schwarzmagierin nach da oben. Und Krieger nach da. So. Und dann würde ich gerne mal nur kurz einmal Ausrüstung. Yuna. Zeit des Sturms. Mache ich mal gegen Unterdrücker. Bitte Kostüm für Yuna wählen. Okay, Krieger. Da hat die bei mir 1089. Ist aber nichts mit. Oder ist das jetzt eine Ability, die man zaubern kann? Yuna. Flora, Flora. Schleife, Auto-Ability, Schleife. Schleife ist derbe. Schleife können wir gut gebrauchen. Okay, sehe ich jetzt keinen Unterschied. Dann nehmen wir mal wieder Zeit des Sturms, wegen Angriff plus 10. Hallo? Achso, wir müssen auf Ausrüstung gehen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, man muss ja mal ein bisschen rumprobieren, ne? So, Zeit des Sturms. Yuna, Krieger in der Mitte, genau. So. 1089 hat sich nichts geändert. Hm. Sehr witzig. Na, was soll's. So, dann fahren wir wieder zurück. Diese extra Stelle haben wir ja hinter uns gebracht. Und dann gehen wir jetzt mal hier um eine Ecke. Wir sind von unten gekommen, ne? In der letzten Folge. Ja, genau. Wir müssen hier lang. Okay, was passiert hier? Irgendwie was anklicken oder so? Draufklettern. Auch eine Option. Okay, ich würde sagen, dann klettern wir jetzt mal auf den anderen, oder? Jo, das passt doch. So, da sollten wir rüberkommen. Ganz schwer. Einfach gehen. Okay, ein Hinterhalt. Zwei Gegner. Beide auf Yuna. Okay, aber 200 nur knapp. Das sollte machbar sein. Ja, locker, locker, locker. Seht ihr das? Der ist ja fast schon down. Der ist ja fast schon down. Das ist ja hier, ne? Das ist ja wie der Karneval, du. Ja, die waren jetzt keine Herausforderung. Schauen wir mal. Yuna ist die nächste mit 1137. Ey, Pain hat die bald echt überholt. Überrundet. Mit levelmäßig. Nochmal komplett. Unnormal. Unnormal, ja? Was kommt nun? Die Musik wird leise. Out of the clouds and move it!
könnte sein? Das sind doch diese Zellen da. Riku hat recht. There's a connection. Everything is connected. I can feel it. Ja, Yuna. Und du hast sicherlich auch recht. Das ist irgendwie alles miteinander verzwickt. Können wir irgendwie lang? Nee, ne? Nee, okay, wir müssen weiter. Andere Richtung vielleicht. Da sind Ormi und Logos. Da hinten ist eine Kiste, die holen wir uns als erstes. Bevor wir irgendwas anderes hier machen. So. Kiste. 5-mal Phönixfeder. Das ist doch schon nicht schlecht. So, wir quatschen die mal an. Die stehen nämlich hier so mehr als auffällig. Das ist ja der Wahnsinn. Wir werden Informationen sammeln. Geht ihr vor? Okay, können wir jetzt irgendwie dann raufspringen oder so? Ne, irgendwie nicht, ne? Ha. Was nun, Freunde? Was nun? Wie soll's hier weitergehen? Wir müssen ja irgendwie darauf kommen oder so. Denke ich mal. Ach, was ist das denn? Die Maschine steht still. Jetzt läuft sie wieder. Okay. Alles klar. Wir müssen da hinten hin, glaube ich. Da ist nämlich so ein Pfad. Warte mal, da geht auch noch ein Weg lang. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist hier links? Da gehen wir nochmal zurück. Ich möchte einfach checken, ob wir jetzt irgendwie auf die... Oh, jetzt bewegt sich die Maschine wieder. Auf die Maschine raufkommen, wenn sie stillsteht. Da hinten ist ja eine Tür oder so. Vielleicht kann man dann an der Maschine irgendwie hoch oder sowas. Nee, scheint aber nicht so. Nee. Nee, ich glaube nicht. Schade, vielleicht wäre da irgendwas, hätte da ja was sein können. Aber gut, dann gehen wir weiter. Dann weiter. So. Dann laufen wir wieder hier lang. Hier rüber. Ja, alles scheint verbunden zu sein. Okay. Ich würde eigentlich pauschal sagen, sehr in der Mitte, aber... Oh. Wir haben den links genommen, den wollte ich gar nicht nehmen. Aber auch okay. Oh, Gegner. Auf geht's. Und immer drauf. Oh, das war ein dicker Schlag. Zweite Runde. Doppelattacke, das ist nicht so schön. Das merken wir uns mal, wie viele Runden wir brauchen bei dem. 3 Stück. 3 Runden draufgehauen und er ist weg. So. Weißmagie Yuna, Vita. Machen wir mal wieder voll hier bei allen. So, ein bisschen was haben wir noch. Kiste. High Potion halten. Wo geht's hier lang? Nirgendwo. Okay. Was ist, wenn wir hier rausspringen? Ist das wieder so ein Schalter oder so? Alles ausprobieren, Freunde. Alles ausprobieren. Warten, warten, warten. Jetzt drauf. Immer schön zusammen draufhauen.
Oh, der erste hat schon den drüben abbekommen. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, und weiter. Der müsste jetzt eigentlich auch weg sein. Ja, Rico klettert schon mit 482. Die macht das. Schön. S-Bombe mal 2. Ich hüpfe mal hier rauf. Ja, das muss so ein... Ah, okay, 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 okay. Da geht nichts lang. Da auch nicht. Aber rüber hüpfen können wir da nicht. Da ist auch noch irgendwas. Was sollen wir nochmal hier raufhüpfen? Passiert nichts, okay. So, komm schon, komm schon, komm schon. Immer weg mit denen, immer weg mit denen. Ist aber schon wieder jetzt hier so ein Rätselding, ne? Mann, 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 ey. So. Hier kommen wir auch nicht lang. Da ist auch ein... Oh, Alter, schon wieder ein Kampf? Also, damit haben sie es aber, ne? So, 3 Runden. Zwei Runden. Wenigstens sind die Gegner hier nicht so stark, ja? Denn das würde echt auch noch fehlen, wenn die Gegner jetzt hier voll reinhauen würden. Und wir müssen hier die ganze Zeit gucken, wie wir nur gerade so überleben oder sowas. Das wäre schon echt ätzend. Ah, warte mal! Okay. Ich glaube, das war's. Was gefehlt hat. Die Plattform da drunter. Ja, okay. Wo kommen wir hin? Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt, den wir mal nehmen können. Speichern. Da unten ist eine Kiste. Aber wie wir da hinkommen sollen, weiß ich nicht. Können wir vielleicht drunter jumpen? Nee, das geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal ein Stück weiter. Was haben wir hier? Puddings. Okay, was für welche? Auf jeden Fall keine starken. Oder stark vielleicht so angriffsmäßig schon etwas, aber aushalten tun sie nichts. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. So, Level 23 für Yuna auch. Pain macht gleich 24 fit. Wer ist das? What's this? Hi, Summoner Yuna? I was wondering who was there. And you are? Baralai, the Praetor of New Yevon. Wait, so you are the bad guy? Harsh words. Huh. You don't have to tell me. I know why you've come. You're here to destroy the weapon that threatens all Spira, Vegnagun. Am I right? If it could be destroyed, we would have done so long ago. But Vegnagun must not be touched. Neither you nor Nuge seem to understand that. You talked to Nuge? He cannot be trusted. And you can be? Touché. Yes, I suppose Yevon has brought that distrust upon itself. At any rate, you need not interfere. Leave Vegnagun to me. What are you planning to do? The only thing I can do. Keep those who would seek to harm Vegnagun away. Please leave. Yuna. Riku. I'm going. Pain. Oh, sie scheint dich zu kennen. What are you doing? Okay, wir können nichts machen. Wir hauen drauf. Machen wir ihn platt. Er versucht uns aufzuhalten und aufhalten ist gerade einfach nicht drin. So sieht's aus. So, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Rotorschlag. Oh, Alter. Attacke gegen alle und zwar auch nicht schlecht. Vor allem greift er in einem ganz schönen Tempo an. Okay, aber das war's. Alter, was ist denn hier los?
So, XP. Pain ist Level up, Rico ist Level up. Yuna hat noch ein bisschen was vor uns, vor sich. Wir haben Perlenkette erhalten. Wir haben 20.000 Geld, cool. Sorry, I'm going ahead. You have your reasons. Fill us in later, okay? Much later. Wait up! With so many things woven together, what could be waiting where the threads meet? Tja, Yuna, das ist eine gute Frage. Was passiert an dem Ort? Was ist hier los? Und was hat Pain vor allem mit Nooch und Baralai oder Baralai, wie der heißt, so zu tun, ne? Die kennt die immer alle. Die reagieren auch immer ganz komisch auf sie. Komm, ich speichere mal. Sicher, sicher. Vor allem dadurch, dass die MP auch gleich wieder voll sind. Hm. Tja, Freunde. Hier müssen wir weitermachen. Wir müssen gucken, was Pain hat. Was sie mit Baralai und so zu tun hat. Und wir müssen echt erfahren, wie es hier weitergeht. Denn so wie es jetzt ist, Freunde. Ja, so geht's echt nicht weiter. Und was mit Vectorgun ist, ja? Ach mein Gott, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Vectorgun ist überhaupt das große Problem. Darum kümmern wir uns auch. Aber das in der nächsten Folge von Final Fantasy X2 HD. Ja, Freunde, ich habe eben eigentlich schon in der Folge alles am Ende gesagt, ja, was es sozusagen gibt. Der Plan steht, ja, wir müssen gucken, was Pain mit all den Leuten so zu tun hat und vor allem immer mit den Höchsten, ja. Nooch, Anführer der Jungen Liga, Baralai, Kanzler von Yu Yevon, ja, nur solche Leute. Und dieser andere, ja, den wir im Tempel Joes getroffen haben, ja, da hat sie auch ein bisschen komisch drauf reagiert. Also irgendwas stimmt da nicht so ganz. Aber das finden wir heraus. Und Vectorgun. Das Ding müssen wir echt mal unter die Lupe nehmen. Und vor allem, was hat Tidus oder die Person, die so aussieht wie er, damit zu tun? Und wer ist Len? Who the fuck is Len? Das alles und mehr in der nächsten Folge von X2. Also bleibt dran.